Reiten nämlich oft das Problem, dass wir Hebelwirkungen haben am Sitz, sozusagen. Also wenn der Reiter ausbalanciert sitzt, das Becken in einer neutralen Position steht, dann ist der Oberkörper aufrecht und die Beine hängen locker aus dem Hüftgelenk raus. Wenn der Oberkörper jetzt aber nach hinten kippt, dann haben wir das Problem, dass die Beine automatisch als Ausgleichsbewegung sich nach vorne bewegen. Andersrum genauso, wenn der Oberkörper nach vorne kippt, bewegen sich die Beine in der Ausgleichsbewegung nach hinten. Das heißt also, du kannst gerne wieder in die normale Position gehen, wenn wir nicht in einer neutralen Position sitzen, sondern eben nach vorne oder nach hinten kippen, dann müssen wir immer den ganzen Körper betrachten, von oben bis unten, weil eben immer alles miteinander zusammenhängt. Das könnt ihr direkt in der Praxis mal selber überprüfen, euch einfach mal aufs Pferd setzen, ein bisschen mit den Extrempositionen spielen und schauen, wie eben die jeweils andere Körperhälfte unten und oben darauf reagiert. Viel Spaß beim Ausprobieren!